Hallo liebe Schüler, bisher haben wir ja nur gelernt, wie man Dezimalbrüche durch eine natürliche Zahl dividieren kann. Heute werden wir lernen, wie man Dezimalbrüche durcheinander dividieren kann. Das heißt also, es steht ein Dezimalbruch vorne und ein Dezimalbruch hinten. Dividend und Divisor nennt man das. Bevor ich jetzt hier oben weiterrechne, möchte ich das Ganze kurz mit einem kleinen Trick veranschaulichen. Ich kann doch statt geteilt, kann ich doch das Ganze auch in einen Bruch schreiben. Das macht man normalerweise nicht, dass man Kommazahlen in Bruch schreibt, aber für die Lösung heute zeige ich euch das einmal kurz. So, und wir wüssten doch, dass wenn hier hinten die Zahl 17 steht, dass wir dann das Ganze lösen könnten. Denn durch eine natürliche Zahl können wir dividieren. Und wie kriege ich das hin, dass hier hinten eine 17 steht? Ich müsste im Nenner mit 10 erweitern. Und wenn ich im Nenner mit 10 erweitere, dann muss ich das Ganze auch im Zähler mit 10 erweitern. Und diese Aufgabe, wenn wir jetzt zurückbringen täten, das könnten wir rechnen. Also das heißt, wenn wir das Ganze mal ohne Bruchstrich machen, müssten wir die vordere Zahl mit 10 multiplizieren und die hintere Zahl mit 10 multiplizieren. Dann haben wir genau dieses Ergebnis oder diesen Bruch dran stehen wie hier, nur mit dem Geteiltzeichen. Und das hier, das können wir berechnen. Wir nehmen die 59, das geht dreimal rein. Dann gibt es 51, kurz überlegen, das gibt 8. Dann holen wir die 6 runter, gibt 86. Aber dadurch, dass wir das Komma übertreten, müssen wir ein Komma setzen. 86, das Ganze geht 5 mal rein. 5 mal 17 ist 85. Ich habe das Ganze natürlich nicht im Kopf gerechnet, sondern vorher ganz schnell, oder schon im Kopf gerechnet, aber mir vorhin Zeit gelassen. Das heißt, es muss bei euch nicht so schnell gehen. Dann ziehe ich das voneinander ab, kommt 1 raus. Ich nehme die 7 runter. 1 kommt hier raus, 17 und die 0. Im Endeffekt ist Dezimalbrüche dividieren nichts anderes als Dezimalbrüche durch eine natürliche Zahl dividieren. Wir machen es nur vorher so, dass wir aus der Zahl hinten eine natürliche Zahl machen. Das heißt, wir verschieben das Komma so lange, bis hinten eine natürliche Zahl steht. Das heißt, wir müssen aber auch immer die vordere Zahl des Komma verschieben. Wenn wir hinten um 3 Stellen verschieben müssen, müssen wir auch hier um 3 Stellen verschieben. Wenn vorne aber nur 2 Stellen da sind, müssen wir notfalls eine 0 ergänzen. Also das ist der ganze Trick an Dezimalbrüche dividieren. Wir machen die Aufgabe erst so, dass hinten eine natürliche Zahl steht und dann fangen wir zu rechnen an, wie wir es kennen. Das Ganze bitte ins Themenheft abschreiben.